Programm 20. Salzburg, die Stadt, wo Mozart geboren wurde. Wolfgang Amadeus Mozart. In unserem letzten Programm sind wir in Salzburg, einer Stadt mit einer sehr langen Geschichte. Wie in Regensburg sind auch hier die Kelten und dann die Römer gewesen. Die Geschichte des modernen Salzburgs begann im Jahre 695. Im Jahre 695 kam Bischof Rupert nach Salzburg. Salzburg wurde eine wichtige und reiche Stadt. Den Reichtum brachte das Salz, daher auch der Name Salzburg. Salz. Das Salz wird schon seit vielen hundert Jahren aus den Bergwerken gewonnen, die ganz in der Nähe von Salzburg sind. Früher war das Salz sehr kostbar. Es war wertvoller als Gold. Im Jahre 1756, als Mozart geboren wurde, war Salzburg eine der reichsten deutschen Städte. Sie wurde von den mächtigen Fürstbischöfen regiert. Die Fürstbischöfe von Salzburg. Besuchen wir jetzt Salzburg. Wir sind in Salzburg, der Stadt, wo Mozart geboren wurde. Wolfgang Amadeus Mozart. Salzburg ist die Stadt der vielen Kirchen. Früher nannte man es das deutsche Rom. Salzburg ist eine sehr alte Stadt. Hier waren schon die Kelten und später kamen die Römer im Jahre 15 nach Christus. Im Jahre 696 kam Bischof Rupert. Er gründete das Kloster St. Peter, die Kirche St. Peter und diesen kleinen Friedhof. Bischof Rupert wurde der Salzburger Schutzpatron. Nach Rupert wurden die Bischöfe zu Erzbischöfen und dann zu Fürstbischöfen. Und jeder hinterließ in der Stadt sein besonderes Zeichen. Ein Bischof holte den Italiener Antonio Solari nach Salzburg, um den Dom zu bauen. Und auch die Residenz und den Residenzplatz. Alles in italienischem Stil. Ein anderer Bischof ließ einen Tunnel durch den Mönchsberg bauen. Wieder ein anderer ließ einen Palast bauen für seine Mätresse und seine 12 Kinder. Salzburg liegt zwischen zwei Bergen, dem Kapuzinerberg und dem Mönchsberg. Hoch über der Stadt steht die Festung, die Hohensalzburg. Von dort beschreibt Efi Unger ihre Heimatstadt. Sie sehen unter uns die Altstadt. Sie ist eingebettet zwischen den zwei Stadtbergen, dem Kapuzinerberg und dem Mönchsberg hier und dazwischen die Salzach. Und Sie sehen sehr schön von der Festung hier das Bürgerviertel. Die ganz kleinen Häuser eng aneinander gebaut mit den Gassen Getreidegasse, Sigmund-Hafner-Gasse, wo heute das Geschäftszentrum ist und die Märkte, Gemüsemarkt und Blumenmarkt abgehalten werden. Wenn wir weitergehen von dem Marktplatz, dann kommen wir zum Viertel des Erzbischofs. Früher waren, wo heute der Dom steht und der Domplatz und Residenzplatz ist,
viele Häuser und ein Friedhof. Und unser berühmtester Bischof hat um 1600 beschlossen, aus dieser alten, mittelalterlichen Stadt eine italienische zu machen. Die Festung wurde im 11. Jahrhundert gebaut. Während der folgenden Jahrhunderte wurde sie viel ausgebaut und umgebaut. Der Bischof Leonhard von Koltschach hat die Festung sehr viel ausgebaut und umgebaut. Und weil er immer gefürchtet hat, dass die Stadt belagert wurde, hat er sich hier herrliche Räume errichtet. Die goldene Stube. Mit ihrem wunderbaren Kachelofen aus dem Jahre 1501. Der goldene Saal. Und dieser Saal ist gebaut worden um 1501. Man hat hier große Feste veranstaltet. Aber hauptsächlich ist der ganze Saal hier errichtet worden für Kriegszwecke. Erzbischof von Koltschach ließ auch eine Orgel bauen, die Bürger vor Gefahren warnen sollte. Man nennt die Orgel den Salzburger Stier. Man nennt sie den Salzburger Stier, weil immer am Anfang ein Ton kommt, der sich anhört, wie wenn ein Stier schreien würde, und auch am Ende. Viele Komponisten und Musiker standen im Dienste der Fürstbischöfe. Der Komponist Michael Haydn lebte in diesem Haus in der Festungsgasse. Paul Hofheimer lebte in der Pfeifergasse, gerade gegenüber dem Hause des berühmten Dr. Paracelsus. In diesem Haus wurde Mozart geboren, in einer kleinen Wohnung in der dritten Etage. Hier wohnte er bis zu seinem 17. Lebensjahr, zusammen mit seinem Vater Leopold, seiner Mutter Anna Maria und seiner Schwester Nannerl. Auch Nannerl war eine begabte Musikerin und sie musizierte oft zusammen mit ihrem Bruder. Heute ist das Haus ein Museum. Es gehört dem Mozarteum. Viele der Instrumente und Kunstwerke bekam das Mozarteum von der Witwe Mozarts, Konstanze, und von seinen beiden überlebenden Söhnen, Karl und Wolfgang. Der Direktor des Mozarteums, Dr. Rudolf Angermüller. Wir haben das große Glück gehabt, dass die beiden überlebenden Söhne Mozarts nicht verheiratet waren. Und über diese beiden Söhne und über die Witwe Mozarts hat die Stiftung viele Kunstgegenstände erhalten. Wir haben eine Reihe von Briefen, genau gesagt 186 Originalbriefe von Wolfgang Amadeus, gut 360 vom Vater Leopold, dann eine Reihe von der Familie. Also in Salzburg befindet sich die größte Briefsammlung Mozarts oder der Familie Mozart der Welt.
Wir haben auch die größte Skizzensammlung der Mozarts hier in Salzburg. Die Stiftung Mozarteum wurde im Jahre 1841 gegründet. Hier wird alles über Mozart gesammelt und studiert. Manuskripte und Erstauflagen von Mozarts Werken, Kopien von allen Büchern über Mozart, einschließlich der ersten Biografie, geschrieben von Constanze Mozarts zweitem Mann, Georg Nikolaus von Nissen. Das Mozarteum hat auch Mozarts zweites Wohnhaus gekauft. Die Familie zog im Jahre 1773 in dieses Haus. Aber für Mozart war Salzburg zu klein, denn er hatte schon seit seinem sechsten Lebensjahr an den großen Höfen Europas gespielt. Mit 25 ging er nach Wien. Er heiratete dort Constanze Weber. Constanze liegt jetzt in Salzburg begraben, zusammen mit Leopold, Mozarts Vater. Mozarts Schwester, Nannerl, liegt im Friedhof St. Peter begraben. Mozart selber liegt in Wien begraben. Aber wo, weiß man nicht. Er starb im Jahre 1791. Er war erst 35 Jahre alt. Die Stadt Salzburg hat jedoch ihren berühmtesten Sohn nicht vergessen. Und das Mozarteum feiert nun fast jedes Jahr ein 200-jähriges Jubiläum. Mozart ist 1791 gestorben und wir haben immer jedes Jahr quasi ein 200-jähriges Jubiläum. Veranstaltet die Stiftung Ausstellungen, die mit Mozart zu tun haben. Etwa im Jahre 1986 wird eine Figaro-Ausstellung stattfinden, im Jahre 1987 eine Don Giovanni-Ausstellung. Und 1991 ist eine große Mozart-Ausstellung des Landes Salzburg in Verbindung mit der Stiftung Mozarteum geplant. Nicht weit von der Stiftung Mozarteum ist die Musikschule Mozarteum. Ein sehr modernes Gebäude, wo jedoch weiterhin die klassische Tradition gepflegt wird. Die Schüler spielen Bach. Natürlich spielen sie auch Mozart. Bogen auslassen. Auslassen. Neu nehmen. Ja. Und jetzt deutlich Kräfteverlust. Und an der Hochschule können die Schüler Instrumente, singen, Komposition, dirigieren und auch Theater studieren. Michael Mauntner studiert Komposition. Findet er, dass Salzburg sehr der Tradition verhaftet ist? Ja. Es ist eine sehr der Tradition verhaftete Kultur. Das Kulturleben hier orientiert sich an den Besucherwünschen, an dem Geld, das die Leute zahlen. Daher wird auch im Programm immer auf diese Leute Rücksicht genommen. Das heißt Mozart, Mozart, Mozart. Ja, und denkt ihr immer unten drunter.
da-da-di-da-da. Und für neuere Musik, ich will nicht einmal sagen neue Musik, sondern neuere Musik, ist das Echo hier sehr schlecht. Das Mozarteum organisiert auch Konzerte. Daneben betreibt die Stiftung Mozarteum ein Konzertbüro. Die berühmteste Sache, die die Stiftung macht, ist die Mozartwoche seit 1956. Und in der Saison finden viele Konzerte, sei es Kammerkonzerte, Orchesterkonzerte oder Solistenkonzerte, hier in Salzburg statt. Die Pressereferentin für Salzburg ist Frau Roswitha Holz. Die Mozart-Festwoche immer um diese Zeit herum im Januar bringt ausschließlich Musik der Familie Mozart, also Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart zu Gehör. Die Mozart-Woche im Januar als erster großer Höhepunkt des Jahres leitet über zu den Osterfestspielen. Dies ist eine Kreation Herbert von Karajans, des berühmten Dirigenten. Er hat Wagner nach Salzburg gebracht, dieses Jahr Lohengrin. Es gibt Wagner, Brahms, natürlich auch Mozart. Und der Unterricht an der Musikschule orientiert sich deshalb hauptsächlich an dem klassischen Repertoire. Die Ausbildung auf den Instrumenten ist natürlich primär traditionell ausgerichtet. Das heißt, für mich als Komponisten ist es oft sehr schwierig, adäquate Leute zu finden für neue Musik, da die Techniken meist nicht unterrichtet werden. Wie gesagt, das Publikum, der Publikumswunsch, der Geschmack des Publikums dominiert und daher ist auch die Ausbildung auf das klassische Repertoire beschränkt. Die Schule blickt aber auch in die Zukunft. Dies ist Computermusik. Es gibt hier eine Möglichkeit, mit Musikcomputer zu arbeiten. Das wird geleitet von Herrn Radauer, der in Amerika, in Stanford, sehr viel gearbeitet hat. Und das ist schon ein großer Fortschritt für Salzburg. Ja, möchte ich annehmen. Professor Radauer hat in Amerika mit Computermusik gearbeitet. Dieser Kurs ist ein sehr großer Fortschritt für Salzburg und auch für die Hochschule. So lange, so viele Töne innerhalb dieser zwei Minuten, dieser kurzen Studie vorkommen. Aber hören wir es uns vielleicht noch einmal an. Ich gehe jetzt wieder in das Soundfile Directory, weil ich war jetzt im Programm Directory. Das steht auf Seite 2 unter Q. Aber den Kern Salzburgs bildet doch die Tradition. Die Stadt hat den ältesten Weinkeller Österreichs, seit 803. Und die älteste Buchhandlung, seit 1594. Und auch das älteste Café, das Café Tomaselli, seit 1703. Es ist ein typisches Wiener Café, wo man Zeitung lesen kann, wo die Kellnerinnen den Kuchen bringen und die Kellner den Kaffee. Ja, Kuchen ist separat. Ah, ja, das ist mir zahlt. Ja, okay. An den Wänden hängen Bilder von den Gründern des Cafés. Man sagt, dass Richard Strauss, Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal hier die ersten Salzburger Festspiele planten. Sie fanden im Jahre 1920 statt.
Der Höhepunkt eines Salzburger Jahres sind natürlich zweifellos die Salzburger Festspiele, die berühmtesten der Welt, wie wir sagen dürfen, und wohl auch die ältesten der Welt seit 1920. Vom 25. Juli bis 31. August jedes Jahr, heuer mit einem ganz großen und umfangreichen Programm. Im Winter wird das Programm für die nächsten Festspiele geplant. Im Sommer kommen dann die Leute aus aller Welt. Sie kommen, um sich die Stadt anzusehen und um die Salzburger Festspiele zu besuchen. Heute sind die Festspiele eine wahrhaft internationale Veranstaltung mit international berühmten Künstlern und einem internationalen Publikum. Die Karten sind daher sehr teuer, für die meisten Salzburger zu teuer. Mit den Festspielen, ja, haben wir eigentlich nicht sehr viel zu tun. Das passiert im Sommer für Leute, die herkommen. Man kann immer Karten bekommen für die Salzburger Festspiele. Aber leider sind die Preise in die Höhe gegangen mit den Jahren, da die Festspiele ja immer mehr international bekannt geworden sind. Aber ich frage Sie, wo finden Sie innerhalb von 5 Wochen im Sommer eine solche Konzentration von berühmten Orchestern, berühmten Dirigenten, berühmten Sängern und Schauspielern wie in Salzburg? Leider müssen wir uns nun von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Programme Freude gemacht haben und auch, dass wir Ihnen Deutschland und Österreich ein wenig näher gebracht haben. Auf Wiedersehen. Tschüss.